der südlichste Fluss Europas, der Oyapock. Gewaltige Wassermassen toben über endlose Stromschnellen dem Atlantik zu. Auch wenn man schon viele Male hier war, wie ich, der Grenzfluss zwischen dem europäischen Departement Französisch Guyana und Brasilien begeistert mich immer wieder. Und der war auf jeder meiner Reisen für eine oder mehrere Überraschungen gut. Diesmal zeigt er uns den Bluefin Pleco, den Ingo Seidel als den Hammer bezeichnete. Und ich sollte ihn unbedingt mitbringen. Diese Art ist unbeschrieben. Bisher kam ein einziges Tier über Brasilien vom Oyapock nach Deutschland und wurde von Ingo und Hans Evers als Jan Ancestrus Spez Amapan bezeichnet. Wir waren gerade den ersten Tag im Wasser des Oyapocks unterwegs, als mein Freund Andreas Berns mir zurief: Ich habe gerade einen Wels mit weißen Punkten auf schwarzem Grund mit blauen Flossen gesehen. Der saß unter Steinen. Kennt ihr auch? Man blödelt so vor sich hin und schmeißt mit Traumkombinationen so um sich, um sich selbst etwas Mut zu machen, um mal wieder vielleicht etwas völlig Abgedrehtes zu finden, wenn nicht jetzt, dann eben auf der nächsten Reise. Aber diesmal war es Realität und keine Spinnerei. Andreas hatte plötzlich einen im Kescher. Ich war völlig von der Rolle und es gab kein Halten mehr. Einen ganzen Tag drehte ich unter Wasser Steine um, um den Blauen zu filmen und zu fotografieren. Auf dieser Google Earth-Karte kann man wunderbar sehen, wie enorm der Oyapock hier in die Breite geht. Hier sind unzählige Inseln, Felsen, Stromschnellen, schnelles Wasser und hier ging es erstmal darum, einen geeigneten Platz für unsere Unternehmung zu finden. Dank unserem Drohneneinsatz war es relativ einfach, ein passendes Zielgebiet in diesem Wirrwarr von Inseln und Stromschnellen zu finden. Es musste gut strukturiert sein mit viel Steinen, die man umdrehen konnte, um den Bluefin zu finden. Wir brauchten starke Strömung, aber nicht so stark, dass es lebensgefährlich wurde, denn wir sind zwar mutig, aber nicht lebensmüde. Und hier hatten wir ihn, unseren Platz. Mit schönem Wasser, nicht so tief, ordentliche Strömung und wunderbar gelegen, gut zu erreichen von unserem Lagerplatz aus. War wirklich nicht weit und man konnte den ganzen Tag sich hier aufhalten und nach Herzenslust schnorcheln und nach Fischen suchen. Der Untergrund gut strukturiert, schön mit Steinen, das wäre vielleicht mal was für Aquascaper. Und dann ging es los und hier schon den ersten kleinen Hammer. Ein Guyan Ancestrus Spez Amapan, schwarz mit weißen Punkten und leuchtend blauen Flossen. Und weiter ging es den ganzen Tag über im Wasser, Steine anheben, schauen, sitzen blauer drunter und dann so langsam den Bogen rauszubekommen, wie man es richtig macht, dass man die Tiere nicht völlig verschreckt, dass man nur ein kurzes blaues Aufblitzen sieht und weg waren die Burschen, sondern dass sie sich in der Nähe weiterhin aufhielten, zum Versteck zurückkamen und dass man sie in aller Ruhe filmen und fotografieren konnte. Der Grund, warum die kleinen Blauen so versteckt leben im Oyapock, sieht man eventuell hier. Schauen Sie mal hier. Zack, der Krini. Beinahe hätte er ihn erwischt. Manche Verstecke sind doppelbewohnt, wie hier die kleine Krabbe, die unter dem Stein abhaut, bevor der hübsche Blaue sichtbar wird. Ein wunderbares Tier. Das Blau sieht man nur, wenn die Fische die Flossen aufgestellt haben und die Sonne drauf scheint. Sonst ist es unsichtbar. Und Ingo hat recht. Der Fisch ist der absolute Hammer. Mit etwas Gespür konnte man die Tiere eigentlich recht einfach beobachten, wenn man erstmal raus hatte, wo sie saßen und wie sie sich benommen haben. Wenn man vorsichtig genug zu Werke ging, hatte man eigentlich immer seine Freude daran. Tja, und auch das gab es. Hier ein Hypostomus Nematopterus. Leider nur ein einziges Tier gefangen und das auch gerade am letzten Tag, kurz vor der Abreise vom Oyapock. Wir waren ja 5 Tage unterwegs. Aber mittlerweile, denke ich mal, ist das die Aufgabe für die nächste Reise.
Hier die Hypostomus A, die im Euapog mit einem Adopterus zusammen vorkommt, ohne dieses lang ausgezogene Filament, und daneben die beiden Tiere von der Unterseite, links der Nematopterus, rechts der Spitz. Ja, und hier sieht man Tiere bei mir zu Hause im oberbayerischen Penzberg im Aquarium, und ich denke, alles kann gut werden. Wie gesagt, Flosse zusammenklappen ohne Sonne, man sieht gar nichts von den blauen Flossen.